stinkt hier nur so nach Toten. Der gefallene Stern muss in der Nähe sein. Eine Prophezeiung schickte mich auf die Suche nach dem Stern, der auf dieses Land gefallen ist. Er ist in die Kathedrale eingeschlagen. Es gab nur eine Überlebende, Lea. Ihr solltet mit ihr sprechen. Hauptmann Runford, da sind noch mehr! Wir können die Tore nicht öffnen, bis wir sie zurückgedrängt haben. Es kommen immer mehr! Drachen, öffnet das Tor. Ich habe noch nie jemanden so kämpfen sehen. Ihr findet Lea im Gasthaus zum geschlachteten Kalb. Die Kirche von Takarum ist in Ungnade. Seid ihr Lea? Rumford sagte, ihr habt den fallenden Stern überlebt. Das habe ich. Doch er riss meinen Onkel Deckard Cain in die Tiefen der alten Kathedrale. Ich versuchte, ihn zu finden, doch die Toten erhoben sich bereits. Ich kam zurück, um die Miliz zu alarmieren, doch... Passt auf, die Verwundeten! Sie verwandeln sich! Für die Wirtschaft ist das der Tod. Die Toten werden uns überwältigen, wenn niemand etwas unternimmt. Ich werde ganz sicher dafür sorgen, dass dies nicht geschieht. Eure Stadt ist sicher. Hab Dank. Ihr solltet mit Hauptmann Rumford am Tor sprechen. Er kann euch sagen, was zu tun ist. Sechzehn Milizsoldaten sind ausgerückt. Was kann ich tun, um euch im Kampf gegen die lebenden Toten zu helfen? Ich bewundere euren Mut, aber Hauptmann Dalton und die Miliz wurden von diesen Dingern abgeschlachtet. Nur ich habe überlebt. Danke für die Warnung, aber ich habe nicht vor, heute zu sterben. Nun, ich habe euch kämpfen sehen. Erledigt die scheußlichen Mütter und ihre Königin. Sie sind diejenigen, die diese Abscheulichkeiten hervorwirken. Sie greifen die Barrikaden an! Es ist eine von diesen scheußlichen Müttern. In den Ruinen die Straße hinunter gibt es noch mehr von ihnen. Weit von ihrem Nest sein. Aus dem Nest wird kein Ungeziefer mehr schlüpfen. Vorerst.
Welt, Tristram. Diablo selbst wandelte einst an diesem Ort. Danke für eure Hilfe. Aber könntet ihr vielleicht ein Wörtchen mit Lea sprechen? Sie will die Idee, ihren Onkel zu retten, einfach nicht aufgeben. Und das sollte sie auch nicht. Ich werde ihr helfen, ihn zu finden. Kommt! Lasst uns auf die Suche nach eurem Onkel gehen. Zuerst müssen wir in die Kathedrale gelangen. Die Wachen hatten ihre Tore verschlossen, bevor sie aus dem Hinterhalt angegriffen wurden. Rumford hat mir erzählt, dass sie sich bis zu Adrias Hütte durchgekämpft hatten. Der Schlüssel muss noch immer dort sein. Hier, lasst mich das Tor öffnen. Adria war meine Mutter, doch ich weiß nicht viel über sie. Sie starb, als ich noch klein war. Und Onkel Dickard hat mich großgezogen. Und wie ist das mit eurem Vater? Ich habe gehört, er war ein großer Krieger, der starb, als Tristram den Dämonen in die Hände fiel. Schaut, ein verborgener Keller. Folgt mir. Ich glaube, eure Mutter hatte mehr Geheimnisse, als euch bewusst ist. Die Leute sagten, sie sei eine Hexe gewesen. Ich habe ihr nie geglaubt. Hier ist der Schlüssel. Und das Tagebuch meiner Mutter. Das, was ich bisher gesehen habe, erschreckt mich etwas. Ich will mehr über sie erfahren, aber das kann noch warten. Kathedrale von Tristram. Der gefallene Stern ist hier irgendwo. Das muss der Ort sein, an dem der Stern niedergegangen ist. Mich anzugreifen.
will dich nicht verwandeln! Elendes Gesindel! Zurück mit euch! Zurück! Hoffentlich stürzt es nicht ein! Skelettkönig! Die Macht des gefallenen Sterns hat mich erweckt! Und schon bald werden alle leiden, so wie ich gelitten habe! Warn! Bringt mir seine Knochen! Für mich riskiert. Das Glück ist euch hold, alter Mann. Ich bin hier, um euch zu Leia zurückzubringen. Oh, es ist wundervoll zu hören, dass Leia wohlauf ist. Ich hatte das Schlimmste befürchtet. Ich habe durch alte Karten, die ich einst fand, von diesem geheimen Durchgang erfahren. Wir müssen über den gefallenen Stern sprechen. Folgt mir nach Tristram. Onkel, du lebst! Dank dir und deiner Freundin hier. Unsere Zeit wird knapp. Was könnt ihr mir über den gefallenen Stern erzählen? Ich weiß nicht viel, fürchte ich. Obwohl die Prophezeiung der Endzeit ihn sicherlich als Zeichen deutet, dass das Ende begonnen hat. Bitte, Onkel, keine deiner Geschichten mehr. Es zählt im Moment nur, dass du zurück bist. Wenn mich meine alten Meister jetzt sehen könnten... Der Skelettkönig war einst unser geliebter Herrscher, Leoric. Er wurde von Diablos Bösem in den Wahnsinn getrieben. Er hat seine beiden Söhne verloren und auch seine Seele selbst, bevor er endlich besiegt wurde. Nun scheint es, als wäre er auferstanden, um dieses Land erneut heimzusuchen. Leorics Schicksal ist tragisch, doch mir geht es um den gefallenen Stern und der Skelettkönig ist mir im Weg. Der Schlüssel, ihn zu besiegen, ist seine alte Krone. Sucht unseren Schmied Hedrick auf. Er weiß, wo sie zu finden ist. Leia hat die ganze Nacht damit verbracht. Mit der Frau des Schmieds. Habt ihr gehört? Schmied, Deckard Cain sagte, ihr könntet helfen, die Krone Leorics zu finden. Nicht jetzt. Meine Frau, sie ist im Keller eingeschlossen. Genauso wie die anderen, die gebissen wurden. Aber wie soll ich meine eigene Frau töten? Ich weiß, dass es schwierig sein wird. Aber sie würde es wollen. Ich werde euch helfen. Hab Dank. Folgt mir. Ihr helft ihm. Ihr müsst euch nicht entschuldigen. Ja!
Liebe. Bitte vergib mir. Oh, Hedrick, hilf mir! Ohne euch hätte ich es nicht geschafft. Ich stehe in eurer Schuld. Ihr werdet sein Grab auf einem Friedhof im Hain des Wehklagens finden. Und wenn ihr meinen Narren von einem Lehrling da draußen seht, dann sagt ihm, dass er zurück in die Stadt kommen soll. Dieses Mal kommt ein großes Rudel. Ich warte immer noch. Die richtige Krypta. Die Krone muss in einer der anderen sein. Thank you.
Diese Gruft erscheint einem Kanzler angemessen. Die Krone muss hier sein. Ich werde nicht erlauben, dass ihr dieses Monster Leoric erneut auf die Welt loslasst. Ihr habt die Krone gefunden. Um ehrlich zu sein, hätte ich es nicht erwartet, euch je lebend wiederzusehen. Ah, sie muss repariert werden. Sollte kein Problem sein. Es ist schön, wieder zu arbeiten. Bitte. Genauso neu wie an dem Tag, an dem sie dem finsteren König auf den Kopf gesetzt wurde. Ich habe genug vom Schaufeln schmieden. Ich muss mich mit etwas Sinnvollem ablenken, damit mein Leben wieder Bedeutung hat. Dann arbeitet für mich. Ich werde euer Können für großartige Dinge nutzen. Ich habe die Krone. Wie kann ich zum Skelettkönig gelangen? Ah, endlich. Damit könnt ihr die versiegelte Tür in dem Raum, in dem ihr mich gerettet habt, öffnen und die königlichen Krypten betreten. Wenn ihr den Skelettkönig gefunden habt, setzt ihm die Krone auf das Haupt und zerstört ihn. Der Skelettkönig wird noch heute sterben. Ich muss den gefallenen Stern finden. Thank you.
Haltet eure Zauber! Magis. Eure Magie! Ich bin frei! Nun, zurück zu meiner Mission. Wer seid ihr? Das werdet ihr bald erfahren. Helft mir, meine Ausrüstung zu finden. Und ich werde euch reich belohnen. Sagt, was führt euch an diesen höllischen Ort? Ich habe eine Rechnung mit dem Skelettkönig zu begleichen. Ich ebenso. Kultisten haben uns an dieser blühenden Grube vorbeigezerrt. Wie ist sie entstanden? Hier entlang. Das ist... Ich bin Cormac, Krieger des Templerordens. Sucht ihr nach dem Skelettkönig? So müsst ihr zunächst an Yonda vorbeikommen. Es gibt keinen Grund, allein zu kämpfen. Ihr sagt es. Ein starker Speer an meiner Seite könnte hilfreich sein. Schwarze Magie versperrt uns den Weg. Doch der Wille eines Templers ist stärker. Ihr wart ein Templer, Yonda. Wie kanntet ihr diesen Zirkel? Der dunkle Zirkel ist jetzt meine Bruderschaft, Cormac. Die Mächte, denen ich diene, werden bald diese Welt beherrschen. Bitte vergebt mir. Mein Blick war von der bösen Magie des dunklen Zirkels getrübt. Verrat kann nicht vergeben werden. Danke für eure Hilfe. Ich werde euch auf eurer Jagd nach dem Skelettkönig begleiten. Allerdings unter einer Bedingung. Wenn wir die heiligen Schriften meines Ordens finden, gehören sie mir. Dem kann ich zustimmen. Ich hätte jedoch nichts dagegen, mal einen Blick hineinzuwerfen. Wohlan denn, Skelettkönig. Nehmt euch in Acht.
grasig. Haltet euch von ihm fern. Diese Bürde muss ich allein tragen. Möge der Tod euch Frieden schenken, Leoric. Verräter! Selbst im Tod werden die Armeen Kanduras weiterhin ihrem König dienen. Selbst wenn ihr es nicht tut. Ihr werdet mich niemals besiegen!